Mein Name ist Michael Konermann und ich treffe heute den erfolgreichsten Handballtrainer Deutschlands, vielleicht sogar der Welt. Heiner Brandt berichtet in diesem Interview darüber, was aus seiner Sicht erforderlich ist, um im Mannschaftssport erfolgreich zu werden und zu bleiben. Viel Spaß. Heiner Brandt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ich durfte schon einige andere erfolgreiche Sportler interviewen, habe mein Heftchen, wo ich mir Fragen und die Vita aufschreibe. Bei keinem musste ich so viel an Siegen und Erfolgen aufschreiben. Da ich das Menschen zeigen möchte, die vielleicht eine Generation vor uns sind, muss ich es einmal sagen, weil ich es wahnsinnig selbst so beeindruckend finde. Sie korrigieren mich, als Spieler 6-mal deutscher Meister geworden, 4-mal Pokalsieger, 2-mal Europapokalsieger der Pokalsieger, 2-mal Europapokalsieger der Landesmeister, 2-mal Supercup-Gewinner und dann noch einmal den IHT-Pokalsieg haben Sie gewonnen. IHF-Pokal. Dann haben Sie als Nationalspieler 133 Länderspiele gemacht und 222 Tore geworfen. Könnte ungefähr hinkommen. Da wurde erwähnt, ein 7 Meter. Ja. Sie waren kein 7 Meter Schütze, Peter Haus, ich war sowieso kein großer Torschütze. Also die Tore sind so nebenher entstanden. Dann sind Sie noch bei Olympia Vierter geworden und als Außenstehender die Krönung als Spieler schon mal Weltmeister. Dann als Trainer sind Sie bei VfL Gummersbach und Wallau-Massenheim 3-mal Meister und 2-mal Pokalsieger geworden. In der deutschen Nationalmannschaft Vize-Europameister 2002, Vize-Weltmeister 2003, Europameister 2004, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Athen 2004. Als Co-Trainer, glaube ich, Silber sogar 1984 in Los Angeles. Ja. Dann das, wo ich mich am meisten dran erinnere, ist natürlich die Weltmeisterschaft 2007, das Handball-Sommermärchen nach dem Fußball-Sommermärchen. Mit dem großen Unterschied, Sie sind Weltmeister geworden, die Fußballer sind Dritter geworden. Und was ich auch beeindruckend finde, dass Sie 6-mal Handballtrainer des Jahres wurden. Das ist ja auch eine schöne Wahl, oder? Es ist eine schöne Wahl, aber man muss sagen, als Bundestrainer hat man da auch einen kleinen Vorteil. Also meistens wird der Bundestrainer gewählt und wenn dann noch ein paar Erfolge dazukommen, dann ist das fast zwangsläufig. Ja, und dann habe ich mal geguckt, was über Sie geschrieben wird in der Deutschen Sporthilfe. Finde ich ein ganz interessantes Medium. Die ersten Sätze sind, Herr Brandt ist knurrig, knorrig und stur. Schon fast eine Beleidigung. Ich muss sagen, da es von der Sporthilfe ist, habe ich es zitiert, weil ich dachte, die sind Ihnen wohlgesonnen. Und dann ist meine erste Frage, weil dann folgt natürlich auch, dass Sie geradlinig und gerade sind und sich durch nichts vom Ziel abbringen lassen. Ist das eine Eigenschaft, die Sie glauben, die wir gehen jetzt mal auf den Bereich Sport, erforderlich ist, um dort erfolgreich zu sein und auch zu bleiben? Ja, man muss schon sehr zielorientiert sein und sich nicht von von Umständen, vom Ziel abbringen lassen, sondern wirklich gerade seinen Weg gehen. Da gehört auch mal ein gewisses Durchhaltevermögen dazu. Und das andere, diese Sturheit und so weiter, die hilft einem sicherlich in vielen Fällen auch im Trainerbereich, weil also auch da muss man ja seine Ziele durchsetzen und kann sich nicht immer durch irgendwelche Kleinigkeiten vom Ziel abbringen lassen. Das führt zwar manchmal zu Konflikten, wenn man dann zu sehr an seinem Durchsetzungsvermögen hängt, aber letzten Endes ist es, glaube ich, notwendig. Ich möchte ja den Fokus darauf legen, dass Sie als erfahrener Trainer und Spieler im absoluten Leistungssportbereich Ihre Erfahrung gesammelt haben und auch mit jungen Spielern gearbeitet haben. Wenn ich jetzt das Ziel habe, Leistungssportler zu werden, muss ich ja jemanden verdrängen, der auf meiner Position spielt, wenn wir in die Spielsportarten gehen. Basketball, Fußball, Handball, Eishockey. Ist dafür als Spieler eine Portion Egoismus erforderlich in einem Mannschaftssport? Eine Portion Egoismus sicherlich, indem man sich auf seine eigenen Dinge konzentrieren muss und sich nicht um andere kümmern. Aber das heißt nicht, dass der Egoismus nachher im Mannschaftssport vorrangig ist, sondern im Mannschaftssport zählt schon der Mitspieler und auch der schwächere Mitspieler zählt, auf den ich Rücksicht nehmen muss. Ist natürlich ein Kampf um Positionen, da ist ganz klar, dass da eine gewisse Rivalität ist. Aber bei dieser Rivalität muss natürlich auch immer dieser notwendige Respekt, der ja in den Mannschaftssport eigentlich normal ist, der muss vorhanden sein. Und
dann kann man eben auch einen Kampf ausfechten. Und das heißt ja nicht, dass man dabei immer der Sieger ist. Man kann ja auch mal sein, dass der andere besser ist. Und dann gehört es auch dazu, diese Situation so zu akzeptieren. Wie reagieren Sie als Trainer, wenn Sie merken, ein Spieler versucht, den anderen auch auf unfaire Art und Weise zu verdrängen, indem er dessen Position einnimmt? Ja, auf unfaire Art und Weise würde ich dieses Verhalten nie akzeptieren, sondern da würde ich schon eingreifen. Aber auf der anderen Seite, wenn es ein normaler Konkurrenzkampf ist, der gehört dazu, aber immer mit dem notwendigen Respekt. Und wenn es dann nachher wirklich an die entscheidenden Spiele geht, dann muss ich eben auch jedem Spieler klar machen, dass es einfach dazugehört, dass eine Niederlage der Mannschaft eben eine Niederlage auch für den Einzelnen ist. Und auch der weniger spielt, weil vielleicht der Konkurrent auf der Position besser ist, muss das so sehen. Es geht um das Ganze in der Mannschaftssportart und das ist der Erfolg der Mannschaft und nicht der Erfolg des Einzelnen. Ja. Aber so muss ich natürlich auf jeden Spieler einwirken, dass er das auch akzeptiert. Okay, wenn wir dann von diesen körperlichen Voraussetzungen und dem körperlichen Konkurrenzkampf mal auf die psychische Ebene gehen, das ist ja, herrscht ja ein brutaler Druck, sowohl im Spiel, wo ich Leistungen bringen muss, um mit meiner Mannschaft zu gewinnen oder zu punkten, egal ob es gegen den Abstieg geht, um die Meisterschaft, als auch für mich persönlich, weil ich ja Gefahr laufe, durch eine schlechte Leistung meinen Platz in der Mannschaft zu verlieren oder zumindest meinen Stellenwert sinkt. Haben Sie als Trainer Tipps an Jugendliche, wie sie mit diesem Druck umgehen können, den sie tagtäglich mit sich tragen? Ja, das ist natürlich so, dass ich mich von diesen Konsequenzen irgendwo lösen muss. Ich muss mich auf mich selbst konzentrieren, ich muss mich auf meine Leistung konzentrieren, dass ich da das Bestmögliche draus mache und nicht über die Konsequenzen nachdenken, wenn ich jetzt diesen Ball verschieße oder wenn ich diesen Fehler mache, dann bin ich nicht mehr dabei, sondern ich muss mich wirklich voll auf dieses, auf mein eigenes Leistungsvermögen konzentrieren. Und genauso ist es natürlich, wenn man in ganz schwierigen Situationen ist, in entscheidenden Situationen des Spiels, wenn ich alleine aufs Tor zulaufe und denke immer drüber nach, Mensch, wenn du diesen verwerfst, dann stehst du morgen oben in der Zeitung und die machen dich fertig. Das muss natürlich irgendwo unterbunden werden, sondern man muss wirklich diese reine Konzentration auf sein eigenes Leistungsvermögen da haben. Ja, Sie sagen gerade, nächsten Tag steht in der Zeitung vielleicht auch unfaire Sachen, ne, und vielleicht gar nicht so objektiv betrachtet. Aber Sie haben ja viele, viele Siege errungen. Sicherlich gab es auch Momente, wo Sie sich in der Presse oder in sozialen Medien auch ungerecht behandelt gefühlt haben. Wie ist denn da der Umgang mit? Ich finde, dass heutzutage sind die Jugendlichen ja noch viel mehr digital unterwegs und jeder kann sich äußern, der auch gar nicht vom Fach ist. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor mit diesen Extremen, dem Sieg. Also ich werde hochgelobt und da kann man ja in die Jugend gehen. Also ich nehme mal jetzt mal als Beispiel 1. FC Köln, Bayer Leverkusen. Da ist eine B-Jugendmannschaft, eine A-Jugendmannschaft, die werden deutscher Meister. Die sind alle gefühlt Messi und wahrscheinlich in dem Moment auf dem Gipfel ihrer Karriere, ohne es zu wissen, dass gar nicht mehr viel kommt. Und dann auf einmal geht es manchmal auch bergab, weil sie im nächsten Jahrgang gar keine Rolle mehr spielen. Wie kann man das verkraften und damit umgehen? Ja, da muss ich natürlich als Trainer auch eine gewisse Hilfestellung leisten und diesen Jungen auch klar machen, dass sie wirklich, obwohl sie sicherlich gut sind, obwohl sie talentiert sind, nur einer von ganz vielen sind. Also wenn man sich mal anschaut, ich glaube im Profifußball oder im gut bezahlten Fußball sind mittlerweile 2.500 Menschen unterwegs, aber die ganz oben ankommen, der Messi oder der Ronaldo oder auch unsere deutschen Nationalspieler Thomas Müller und wie sie alle heißen, das ist eben die absolute Creme und da kommen ganz wenig hin und da hilft mir auch nicht, wenn ich deutscher B-Jugendmeister oder deutscher A-Jugendmeister werde. Das ist zwar ein schönes Ziel, was man erreicht hat, die Leistung muss man auch anerkennen, aber das garantiert noch nicht den Weg nach ganz oben, sondern das ist nochmal ein ganz, ganz großer Schritt.